Bon après-midi, Monsieur, Dame, il faut cuisinier. Ich lese Der junge Koch, die junge Köchin. Und ich bin angekommen bei 2.2 Ausbildungsberufe des Gastgewerbes Übersicht. Trade Professions of the Hotel and Restaurant Business Summary. Les métiers de formation professionnelle de l'industrie hôtel. En aperçu. So. Ausbildungsberufe des Gastgewerbes Übersicht 2.2. Berufliche Fortbildung und Weiterbildungsmöglichkeiten steht hier oben. Und es geht von unten nach oben hoch und ich fange deshalb hier unten an. So, erstens Ausbildungsjahr Grundstufe, Arbeiten in der Küche, Arbeiten im Service, Arbeiten im Magazin, übergreifende Lernziele, gastorientiertes Handeln. Das ist das erste Jahr, die Grundstufe. Und dann kommt zweites Ausbildungsjahr Fachstufe 1. Einige IHKs bieten für Fachkräfte auch den Schwerpunkt Systemgastronomie an. Beratung, Verkauf im Restaurant, Marketing, gastronomisches Konzept kommt. Wirtschaftsdienst, in Klammern Housekeeping, Warenwirtschaft. Und beim Koch sind das gilt für Fachmann, Fachfrau für Systemgastronomie, Restaurantfachmann, Hotelfachmann, Hotelfachfrau, Hotelkaufmann, Hotelkauffrau. Und beim Koch steht da zweites Jahr Küchen- und arbeitstechnische Verfahren, vegetarische Küche, Zwischenmahlzeiten, Suppen und Soßen, einfache Süßspeisen. Und im dritten Ausbildungsjahr Fachstufe 2 geht es für die Fachkraft im Brastgewerbe wie folgt weiter: als Fachmann, Fachfrau für Systemgastronomie, Organisation von Produktions- und Betriebsstätte, Ablaufgestaltung, Personalverwaltung, Rechnungswesen für den Restaurantfachmann, die Restaurantfachfrau, Verkauf im Restaurant, Führen einer Station, Verwaltungsorganisation, Hotelfachmann, Hotelfachfrau, Arbeiten im Empfangsbereich, Arbeiten im Verkaufsbüro, Arbeiten in der Marketingabteilung, Führungsaufgaben im Wirtschaftsdienst und beim Hotelkaufmann, der Hotelkauffrau, Arbeiten im Büro, Arbeiten im Rechnungswesen, Arbeiten in der Personalverwaltung. Und für den Koch und die Köchin sind das im dritten Ausbildungsjahr Fachstufe 2 klassische Zubereitung und Einsatz von Convenience-Produkten unter Berücksichtigung von Ernährungslehre und Wirtschaftlichkeit, Aktionswochen, Speisefolge. So, danach hat man die Berufsausbildung abgeschlossen und es gibt die berufliche Fortbildung und Weiterbildungsmöglichkeiten und die sind wieder für alle gleich. Hotelfachschule mit Abschluss zum Hotelbetriebswirt, Hotelfachschule mit Abschluss zum Hotelbetriebswirt, Meisterprüfungen in den gastgewerblichen Berufen, Fachwirt im Gastgewerbe, Hausdamenseminare, Sommelierlehrgänge, Barmixerschulung, Diätlehrgänge und so weiter. Dazu muss man sagen, ich kenne keinen Meisterkoch. Ja. Es geht weiter mit Personal im Gastgewerbe und das ist 3. Le personnel qualifié de l'industrie hôtelier staff in hospital trade. Und das ist morgen. Ich bin für heute hiermit durch. Tschüss. Au revoir. Bonne nuit, mesdames. Jusqu'à l'autre.